Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonda, The Cloudcatcher Chronicles. So, ich möchte jetzt noch gern ein, zwei Quests fertig machen und ich denke dann, wenn nichts anderes mehr anfallen sollte, werden wir, glaube ich, mal das Let's Play hier beenden. Dafür brauche ich jetzt ein bisschen Spitzenfisch noch. Drei Stück wären noch ganz super. Aber das ist alles andere als einfach. Platsch. Sehr gut, fehlen noch zwei. Dann können wir die Kurzwarn-Quest hier abgeben. Dann werden wir noch eine Steinbrücke bauen. Und dann, denke ich, sind wir schon fertig. Das mit den Katzen lasse ich, glaube ich, da alle zu sammeln. Das würde jetzt echt den Rahmen eines Let's Plays sprengen. Du bist, glaube ich, groß. Ja, ja, ja. Dann brauche ich noch einen. So. Sehr gut. Und einer noch. La la la. La 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 la. La 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 la. La la. La la la. La 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 la. La 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 la. La la la. Außerdem ist es ja gar nicht so schlecht, wenn ich für euch noch ein paar Geheimnisse übrig lasse, wie zum Beispiel auch dieses Kirin ausschaut, eventuell. Dass ich euch nicht alles verrate, dass ihr auch noch einen Guster zum Entdecken habt. Will der Große jetzt unbedingt? Ja, er will unbedingt. Dann nehmen wir ihn halt. Dann angeln wir ihn uns. Der Rest scheint eh alles Diebfische gewesen zu sein. Ja, ja. Na, Horuk. Wehr dich nicht so. Jawohl. Königsfisch. Ist klar, dass der Spitzfisch wieder auf sich warten lässt, ne? Ist das da schon einer? Ich glaube. Hallo. Hallo? Jawohl. So, mit ein bisschen Glück ist das jetzt noch ein Spitzfisch. Dann können wir schon weiter. So. Jawohl, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann können wir das jetzt zusammenschustern. So, das müsste die Quest... Jawohl, das müsste jetzt passen. Stark war jetzt oben die Konstrukteursmeisterin, ne? Das heißt, ich muss zum Zitterhof. Das heißt, ich muss hierher. Dann machen wir gleich mal den Bergaufstieg, ne? So. Dann machen wir noch die eine Steinbrücke von mir raus und dann würde ich sagen, wenn nichts weiter anfällt, dann werden wir das Let's Play, glaube ich, beenden. Weil es wartet ein Projekt, auf das freue ich mich schon ganz toll. Und ich muss eh schauen, dass ich weiterkomme hier. Ich muss dann noch wahrscheinlich Raft schauen, dass ich dann nächstes Wochenende beenden kann. Das wäre nicht schlecht. Dann habe ich einen weiteren Platz frei für ein Projekt, das ich im Februar plane. Im Februar. Das wird toll, toll, toll. Jo. Lala. Dam, dam. Dararam, dam, daradam, dam. Dam, dam, dam. Dam, 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 da, da, dam, da, 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 dam. Das Let's Play im Februar ist sogar ein Zocki-Kanal-Geburtstags-Let's Play. Jawohl.
das ist so mein Plan und ich... Momentan läuft das Spiel ja auch schon. Das habe ich soweit schon testen können. Servus, Gnädige. Danke. Bitte. Servus. Ja, und das haben wir jetzt noch mit der Katze, ne? Das tue ich weg. Ich werde das hier probieren. Das heißt, ich... Hoppala. Ich brauche jetzt da... Warte, wie viel? 4 Bögen und 8 Säulen. Okay. 4 Bögen, 8 Säulen. Da können wir schon mal Konstrukteursgeschichtel bauen, ne? So 20.000. Da, dann, dann, dann. Es wäre doch schön, wenn ich das in diesem Part hinkriege. Dann können wir das wirklich sauber und schön beenden. Und dann kann ich mich was Neuem widmen. Blang, 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 blang. Ich glaube, es ist einmal genug. Mörtel. 1, 2. Machen wir mal 3. 1, 2, 3. Zack. Da braucht jetzt da noch 2 Kopfsteinchen. Und jetzt ist er fertig. 3, 4, 5. 1. Scheibe, mir fehlt Futter. Oh oh. Ich bohr mich zum Südfeldhof, weil da, glaube ich, gibt es die meisten Wiesen. Bilde ich mir ein. Guten Tag. Stockfinster ist es auch noch. Kann ich gleich die Sichel auspacken. Weil ich bilde mir ein und natürlich einen Hammer. So, hauen wir gleich zusammen. Ich glaube, der Stein wird nicht reichen. Hier haben wir die meisten... Wiesen, das meiste Futter bilde ich mir ein. Nur es ist so finster. Die Lampe ist kaputt. Lampe! Die Lampe will nicht mehr. Das hatte ich schon einmal, diesen Bug. Ich weiß noch nicht, warum. Das sollte automatisch kommen, das Lamperl. Wenn es dunkel ist. Hallo! Keine Sorge, ich tue euch nichts. Ah, Herbst ist. Das heißt, es ist schon wieder Halloween. Man sieht es von da. Die Stadt da drüben hat wieder ihr Halloween-Fest, aber da werde ich jetzt nicht teilnehmen. Das haben wir eh schon zweimal gemacht. Das ist genug. So. Da haben wir eines. Eine Diane. Da wäre auch eins, glaube ich. Man sieht hier echt nicht gut. Ohne Lampe. Wo ist sie denn hin? Dass es sowas geben darf. So. Und ich dachte auch, hier wächst genug Wiese. Ah, jetzt wird es hell, Gott sei Dank. Aber da habe ich mich scheinbar ordentlich getäuscht. Da waren die Grufen schneller wie ich. So, so, so. 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 Und so. Sehr gut. Sehr gut. Jo. Hier. Da. So, bauen. Mein Mörtelchen. Wo ist es denn? Hier. So, einmal, zweimal, dreimal. Glaube ich. Einmal. Und zack. Mörtel, also hier 1, 2, 3, 4, 5. Einmal, einmal, zweimal und zack. Jetzt müssen wir nachkontrollieren. Fehlt noch eines, okay. Das heißt 1, 2, wieder Dingens bauen. 3, 4, 5, 6, heben. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, würde ich mal machen. 3, 4, 5. 1, 2, 3. So, so. Gut. Dann brauchen wir jetzt die Säulen, weil die Brücken haben wir jetzt fertig, ne? Ja.
Jetzt brauchen wir die Säulen. Das heißt, 1, 2, 3 mache ich mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So und so. Der nächste. Von denen habe ich jetzt 7. Das reicht aber. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Futter geht schwer zur Neige. Die zweite Säule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Nochmal 3. Boah, das ist echt viel Arbeit. Pui. Einmal und zack. Hey, bauen. Das war jetzt nicht. Manchmal braucht es sehr lange, bis es das annimmt. Wir haben hier jetzt 3. Fast die Hälfte. Okay. Dann. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aha, fehlt schon wieder Futter. Es fehlt das Futter und der Stein. Es fehlt Futter und der Stein. Das ist ja furchtbar. Das ist ja schrecklich. Da müssen wir sofort auf den Stein draufhauen. So. Da oben ist auch noch was und ein bisschen Lerne. Zack, zack, zack. Boah. Die Steinbrücken bauen ist wirklich mu. Ich weiß, es soll. Man muss schon spüren, dass es realistisch ist auch. Dass es was Massives ist. Aber das braucht echt lange, bis wir das beieinander haben. So. So. Und so. Können wir schon weitermachen. Zack, zack. So. Ich habe. Der fehlt. So. Aber jetzt haben wir 4, ne? Ja. Nochmal 4. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Achso, für die brauche ich gar kein Konstrukteurs, bla bla. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1. Es müssten noch 2 fehlen. Jawohl. Mal ein bisschen kontrollieren. 2, 3, 4, 5, 6. Warte, muss ich kurz kontrollieren. Ja. 7, 8, 9, 10. Hier unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auch hier 1, 2, fehlen noch 4, fehlt schon wieder Futter, es ist unglaublich. Da vorne habe ich was, sehr gut. Zack, zack, zack und zack, jetzt haben wir genug. Jetzt haben wir genug, endgültig. So, zack, zack. So, es braucht ein Zeitl. So, 2 habe ich jetzt. Brauche ich noch 1, 2, 3, 4. 1, 2 und 1, 2. So, das müsste jetzt alles sein. Sehr gut. Steine fehlen 30. Wer hätte das gedacht? So, und dann kann ich die schon bauen. Die ist jetzt Crestfeld-Küste. Okay. Du bist so schneeweiß. Du bist ein Seidenfuchs. Aha, der würde Seide produzieren. Ja, okay. Ja, du kriegst mal was zu essen, aber ein Zuhause kann ich dir jetzt dabei nicht geben. Tut mir leid. Hier war auch ein schönes Plätzchen für einen Bauernhof. So, zack, 1, 2, 3. So. Müssen wir halt ganz viele Steine noch sammeln, also 30 Stück. Und dann können wir das schon bauen.
So. 1, 2, 3. 7. Fehlt ein Stein? Na. Ist halt variabel. Manchmal sind viele drin, manchmal weniger. Naja. So. 1, 2, 3. Aber ein Drittel haben wir jetzt schon mal. Ein gutes Drittel. So. Dann. Mal ein bisschen rumlaufen. Das ist halt der Nachteil. Na, hallo du, Flauschi. Dass die Eier legen, hätte ich nie gedacht. So. Das dauert ein Stück. Das dauert ein Stück. Bäm. So. La la. La la. Lala. So, 10 brauchen wir noch. Das kriegen wir hin. 2 und bam. Das bekommen wir hin. Oh yeah. Eigentlich könnte ich mir schon mal auf den Weg machen zu dem Dings, ne? Das wäre vielleicht vernünftiger. Und auf dem Weg dorthin Steinchen sammeln. Um Zeit zu sparen. Sehr gut. Ehrlich gesagt, die Katzensucherei, ich weiß nicht, ob das jetzt so interessant ist. Würde ich vielleicht sein lassen, ehrlich gesagt. So. Und ich glaube, so im Groben, das Spiel habe ich euch eh zeigen können, glaube ich. Weil dann würde ich sagen, machen wir das wirklich, dass wir mit der Quest dann jetzt mit den Brücken bauen. Falls nicht nur eine kommt, noch eine Brücke zu bauen, wäre, dass wir dann sagen, okay, lass uns gut sein. Ist okay. Jui! So. La la la. La 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 la. La 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 la. Heureka! So, natürlich wird es auch wieder dunkel. So, dann kann ich gleich durchlaufen, wenn wir den jetzt haben. So, brauche ich keine Steine mehr sammeln, derweil. Dann schauen wir einfach mal. Tja. Dam, dam. Ist halt ein sehr entspanntes und ruhiges Spiel, muss ich sagen. Ist für zwischendurch sicher nicht schlecht. Dass man nicht um sein Überleben kämpfen muss oder zwangsweise jetzt was aufbauen muss und schauen muss, dass sein Volk gut geht und oder dass man eine Armee aufbaut. Es ist halt ein sehr ruhiges, ein sehr liebes Spiel. Aber auf keinen Fall irgendwas Schlechtes. Die Quest hier mache ich jetzt nicht, weil das ist eh eine wiederholbare Quest. Ich glaube, da haben wir sogar schon mal geangelt und einen Wettbewerb gewonnen. Bilde ich mir ein. Ist auch eine graue Quest. Oh, ich glaube, ich hätte raus müssen. Ah, geht eh. Geht eh, alles gut. So, und hier bauen wir noch die Brücke. Jetzt ist natürlich wieder finster. Das geht so nicht. Das ist wieder finster, sieht man ja nichts. Ah, oh Mann, ey. Das ist jetzt wieder typisch, echt. Dass die Lampe nicht geht, das wundert mich echt. Es sollte sich immer automatisch aktivieren. Das hatte ich ja schon einmal den Bug. Da muss ich das Spiel komplett beenden, den PC neu starten sogar und dann ging es wieder. Also total komisch. Bäh. Aber immerhin haben wir hier in dem Spiel 4 Jahre verbracht, steht hier.
oben? Was mit dem, was es mit dem Wal da oben auf sich hat, habe ich auch keine Ahnung. Aber ich würde sagen, das passt dann schon so. Immer noch warten, bis es hell wird. Oder? Ja. Das Sehen tut mir hier echt nichts. Das mit der Lampe ist halt echt ärgerlich. Es wäre auch schön, wenn man das beschleunigen könnte ein bisschen, dass es heller wird. Hüpf, hüpf, hüpf. Ich habe halt auch ein perfektes Timing. Richtig Glück. Nicht. Ich glaube nicht, dass man das beschleunigen kann, ne? Nee, nee. Muss man halt warten. Das möchte ich schon noch sauber machen. So, es ist schon 2 Uhr morgens gleich, also ein paar Minütchen noch, so 2-3 Minuten, denke ich. Dann wird es hell genug sein, dann können wir das hier beenden. Den Brückenbau. Da, da, da. Ein bisschen sieht man eh schon. Na, 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 na. Hü, hü, hüpf, hü, hüpf, hü, hüpf, lala. Ach. Na, na, na. Na, na, na. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na, na. Na, 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 na. Ja, ja. Na los, wird hell. Ist schon 4:30 Uhr morgens. Es wird schon. Ja, die Sonne geht schon langsam auf. Sehr gut. Sehr gut. Aber da YouTube immer viel dunkler ist, als es hier im Spiel ist, muss ich vielleicht noch ein bisschen warten. Was ist bei euch vielleicht noch dunkel, also wirklich schwarz? Das will ich nicht. 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 Du mal zum Spaß noch ein bisschen Steinklopfen. Zack. Das will ich nicht. Nein, nein. Das will ich nicht. Nein, nein. Ah, jetzt ist hell genug. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt können wir... Jawohl. Und die Vögel. Vollgas. Jawohl. Jetzt passt's. Jetzt bauen wir das rüber. So. Zack. Unsere letzte Steinbrücke. Voraussichtlich. So, was haben wir denn da hinten? Runterranzen. Dann schauen wir uns den noch an, oder? Zum Schluss. So, ein Runterranzen. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, hervorragend. Bis auf die Quest mit den Katzen haben wir jetzt quasi alles, oder das meiste zumindest, erledigt. War einiges. Würde sagen, gut gemacht. Finde ich. Freilich, man könnte jetzt noch stur sein und sagen, okay, wir werden hier noch alle Geister finden. 2 Geister fehlen noch uns zum Beispiel, die habe ich noch nicht gefunden. Fische könnte man noch alle farmen, da habe ich 3, 4, 6 Fische, die ich nicht habe. Viechleins, das eine, schaut eh so ähnlich aus wie, wo sind sie denn? Wie das hier, wie ein Phönixhorn, so ähnlich, schau. Könnte eher ein Hirsch sein, wahrscheinlich. Vielleicht lebt er ja im Wald. Könnte ich mir vorstellen. So ähnlich wie das hier. So eine Mischung. Und vom Sternbild her, wissen wir, fehlt uns natürlich auch eines, weil ich keine Ahnung habe, wie man übers Wasser kommt. Also ich würde sagen, lassen wir es gut sein. Es war eh... ein schön langes Let's Play. Wir haben
Fast 40 Parts. Ich glaube, das ist okay. Dann können wir im nächsten, also können wir beim nächsten Mal ein neues Projekt starten, würde ich sagen. Na gut, ihr Lieben, dann in diesem Sinne bedanke ich mich von ganzem Herzen, dass ihr bei dem Let's Play dabei wart, dass ihr so brav und aufmerksam zugeschaut habt, und ich gehe mal sterben, mal baden zur Freude, so wollte ich. Und ja, es ist ein sehr entspanntes Spiel, ein schönes Spiel. Wenn man mal es ruhiger angehen lassen möchte, ein bisschen die Seele baumeln lassen möchte, Stress, also keinen Stress haben möchte beim Spielen, dann nimmt man sich sowas. Für so zwischendurch, gehen nochmal baden. Jui, weiß gerade so lustig ist. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Dabeisein dieses Spieles, dieses Let's Plays. Ich freue mich auf das neue Projekt, das ich schon geplant habe oder planen bin. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal, beim neuen Projekt oder bei einem meiner noch aktuellen. Und vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.